So, ich sitze jetzt im Hyundai Kona und das hat einen ganz bestimmten Grund. Gestern hat Dennis Wittus zusammen mit Imke ein Video veröffentlicht, in dem es darum ging, wie lädt man das Model 3. Und zwar zu Hause natürlich an den örtlichen Gegebenheiten, aber auch am DC-Charger, sprich am Gleichstromlader. Dabei haben die beiden festgestellt, dass das Model 3 zu keiner Zeit mehr als 26 Kilowatt laden wollte. Das kam den beiden ein bisschen komisch vor und zu Recht, klar, weil eigentlich müsste er zumindest an den 50 kW Boxen dementsprechend auch 50 kW ziehen können. Hat er aber nicht. Warum? Man weiß es nicht. Ich denke mir jetzt, ich habe Dennis bei ihm angeschrieben und habe gesagt, pass auf Dennis, der Kona, der zeigt die Ladestärke auch an, das heißt mit wie viel kW er gerade lädt. Und habe ihm angeboten, dass ich das doch mal eben mit dem Kona teste. Die Ladesäulen sind genau die gleichen, die ich sonst immer nutze, sprich die an der Tankstelle oder die bei meinem Verbrauchermarkt. Und da werde ich jetzt mal getrennt hinfahren. Ich weiß von letzter Woche von meiner Frau, dass an der Allego-Säule bei der Tankstelle auch bei ihr nur 26 kW ankam. Das werden wir jetzt mal eben angucken. Das heißt, ich fahre jetzt erst zu Hemm, danach fahre ich zu Famila und dann gucken wir mal, wie der Kona lädt. Also, bevor jetzt hier irgendjemand sagt, dass das Model 3 ein DC-CCS Ladeproblem hat, möchte ich doch mal eben gucken, wie der Kona dabei abschneidet. So, und deswegen dürft ihr mich jetzt mal eben begleiten. Norddeutsches Schiedwetter nach wie vor. Ich bin ja eigentlich ein Schönwetterfilmer, aber wenn man anderen YouTubern helfen kann, dann auch gern bei Schiedwetter. Also, wir fahren los. Aus die Ladesäule. Jetzt seht ihr die immer von vorne. Ich halte ja mit dem Ioniq immer rückwärts an. Somit komplett was anderes. Ja, und jetzt gucken wir mal, was der Kona gleich sagt. So, also, ich nehme jetzt hier meine Ladekarte. Da nehme ich die Telekom-Karte für. Und dann seid ihr erstmal eben live dabei beim Schiedwetter tanken. Aber hilft ja nichts. Ich mache das auch mal eben aus. So. Okay, State of Charge, übrigens bei ungefähr 50%, warte mal, das zeige ich euch am besten nochmal eben, damit ihr mir hier auch glaubt. So, mal hier nochmal anmachen hier. So, und das sieht dann so aus. 52%, ne? Und jetzt gucken wir uns mal eben an, mit wie viel er dann da jetzt gleich reingeht. Übrigens den gleichen Fehler, den Imke gemacht hatte, als sie gestern aufs Display drückte, habe ich bei einer Ionity auch gemacht. Sprich, ich habe schön aufs Display gedrückt, aber man muss die Tasten daneben drücken. So. Karte mal eben weg. CCS nehmen. Dran. So, der Kona ist connected. Hier prüft er jetzt gerade. So, und wie man sieht, sieht man nichts. Jetzt eben kurz war es schon da. Da, er lädt. 52%, sagt auch die Ladesäule. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal aus dem Auto heraus an. Und ihr seht, 40 kW. 39,40 sieht man das. Ich nehme euch mal eben nach vorne. Das Lenkrad war eben im Weg. Da sieht man es. Hab den gerade ein bisschen schief gehalten, aber eindeutig, er zieht hier mit 40 kW. Es ist eine 50 kW Säule, aber er zieht an der Stelle halt nur 40 kW, warum auch immer, ist jetzt erstmal nicht so schlimm.
wichtig ist, dass er es tut. Ich würde jetzt hier ein bisschen warten, damit es sich auch ein bisschen dementsprechend lohnt. Fahre dann mit 60% zu Famila und dort melde ich mich dann nochmal wieder. Die Fahrt über werdet ihr begleitet von mir. Und dann gucken wir da mal nach, was dabei rauskommt. Im ersten Ansatz. Das Tesla Model 3 scheint ein Problem zu haben. Ich habe immer noch Ioniq-Ladezyklen im Kopf. Das dauert ja ewig. 53 auf 55%, bis 60, ja, ewig hier gestanden. Nee, machen wir nicht. Also 55%, ich fahre jetzt zu Famila, nehme euch mit und dann gucken wir uns mal eben an, was der Lader dort sagt. Ne? Also, bis gleich. Jetzt hoffen wir mal, dass die Ladesäule gleich frei ist. Oh, das sieht wieder hervorragend aus, als wenn ich es geplant hätte. Dann kommen wir jetzt auch dementsprechend schnell zu einem Ergebnis. So, hat das Model 3 ein Ladeproblem? Zack. So. So, da bin ich wieder. Telekom Ladekarte, wir gehen raus und checken mal eben, was dieser Lader sagt. Ach Quatsch, Telekom Ladekarte ist gar nicht drin. Ich benötige hier die Ladekarte der Osterholzer Stadtwerke. Auch das leider, da werde ich noch was zu sagen, das kommt in einem anderen Video. Ladekarte ist nicht Ladekarte und leider ist das hier eine Säule, die lässt sich tatsächlich nur mit einer bestimmten Ladekarte freischalten und SBB, IWE oder Osterholzer Stadtwerk an der Stelle. Leider kein Telekom oder MeinGo möglich. So, gut, ich nehme euch wieder mit. Es ist windig heute. Ich hoffe, man hört mich trotzdem über das Mikrofon. Ladeluke auf. CCS-Stecker raus. Ja, ihr hört das Rumsen, ne? Autorisierung, bitte warten. Ich bin autorisiert. Ich wähle CCS. Ich stecke das Auto an. So, mal gucken, ob das jetzt hier auch so lange dauert wie gestern bei Dennis und Imke. Wir drücken Start. Also ich versuche jetzt gerade das Mikrofon auch so ein bisschen vor dem Wind zu schützen, dass er nicht so reinbläst. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Werde ich gleich erfahren, wenn ich das Video auswerte. Das ist übrigens jetzt auch gerade wieder live, ne? So wie bei Dennis und Imke. Die Säule braucht schon ein bisschen, bis sie sagt, du bist würdig. Und es regnet und es nieselt. So, also, ich bin nicht viel weiter, 53% und er lädt aber. Und jetzt gehen wir mal zurück ins Auto. Oh Mann, das ist auch wirklich ein Wetterchen hier, also, dann ist es, das kostet mindestens ein Bierchen hier, dass ich bei dem Wetter hier arbeiten muss. Ich bin Schönwetterfilmer, aber Schönwetterfilmer mit Beweispflicht. So, scharf geschaltet und 40 kW, wie ihr seht. Warum er bei 54% hier nur 40 kW zieht, das liegt einerseits an der Ladesäule, andererseits, ja, State of Charge 54 eigentlich ideal. Ich meine, mein Ioniq zieht ein bisschen mehr, aber das kann ich leider nicht nachweisen, weil er zeigt es eben nicht an. Gut, aber ihr seht, an beiden Ladesäulen, an denen Dennis war und nur 25 bis 26 kW gezogen hat, zieht der Kona 40 kW. Ja, das heißt,
Ich glaube, das Model 3 hat tatsächlich ein CCS-Problem an der Stelle, weil ein Tag Unterschied kann jetzt nicht den Cool Fett machen. So, ich habe mal wieder die Kamera gewechselt, bin wieder auf meiner Frontkamera. Der Gimbal ist hier gut verstaut. Kurzes Video, kurzes Fazit an der Stelle. Also der Kona zieht an beiden 50 kW Säulen verschiedener Hersteller jeweils 40 kW. Das Model 3 gestern vom Dennis waren jeweils 26 kW ungefähr. Das Video habe ich ja verlinkt. Könnt ihr euch nochmal angucken, was der Grund dahinter ist. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, aber damit lässt sich zumindest ausschließen, dass die Ladesäule ein Problem hat. Es wurde viel in den Foren jetzt auch schon über das Model 3 in die Richtung kommentiert. Der Tesla Björn Nyland, der hatte tatsächlich sogar Probleme mit einem HPC-Charger in Norwegen überhaupt die Ladung zu starten, ist dann gefühlte 3 Meter weiter nach rechts gegangen zu einem 50 kW Lader und dort startete die ganze Ladung. Hier gibt es eindeutig im Verarbeitungsprotokoll bzw. im Kommunikationsprotokoll des Autos mit den Ladesäulen noch ein bisschen was zu tun. Zum Glück möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, ist das hoffentlich ein Software-Thema und darüberum ist Tesla eine der sehr schnellen Firmen, die so etwas auf sich nehmen und da vielleicht auch dran arbeiten. Und die Fahrzeuge müssen nicht extra in die Werkstatt, sondern die kriegen im besten Fall ein Over-the-Air-Update im heimischen WLAN und damit sollte das Thema dann vielleicht in der Zukunft auch abgeschlossen sein. Kona selber, wie gesagt, ich habe auch auf der Fahrt von Landsberg nach Bremen an den HPC-Chargern ordentlich Strom gekriegt. Ich hatte nicht einmal ein Problem, dass die Ladung irgendwie nicht startete oder ähnliches. Von daher muss ich sagen, das läuft hier schon einwandfrei mit dem Fahrzeug. Gut, ich werde Dennis Wittus jetzt die Ergebnisse berichten bzw. bringen, liefern. Die kann er dann weiterverarbeiten. Das war nur ein kurzes Statement hier von meiner Seite. Wie immer an der Stelle könnt ihr mir natürlich ein Like geben, einen Daumen hoch geben oder ihr könnt meinen Kanal auch an der Stelle hier oben abonnieren. Würde mich natürlich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit Kona Ioniq Videos. Ich habe es angekündigt, aber auch da, ich bin ein Schönwetterfilmer. Ich möchte das gerne, dass es vernünftig aussieht und wenn die beiden Fahrzeuge miteinander verglichen werden, dann sollte das Wetter mitspielen. Für die nächsten Tage ist leider hier echt jede Menge Regen angekündigt, daher müsst ihr euch da an der Stelle ein bisschen gedulden. So, und nun nochmal bitte, da ist der, da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Viele Grüße hier aus dem wirklich Schlechtwetter-Norden und bis zum nächsten Mal. Ciao.